Willkommen an unsere Anker-Zuschauer. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Auf geht's. Wir haben hier so ein paar polnisch-like-Felder dabei. Ja, hier diese langgezogenen und auch hier diese kleinen Schläge. Da denken wir fast, man ist auf einer polnischen Karte. Kannten wir auch von der Sierkowitz oder wie sie hieß. Oder von unserem Gäseprojekt. Da hat man auch diese Felder gehabt. Aber im Großen und Ganzen sagt mir die Karte tatsächlich wirklich zu, die PDA. Und ich bin gespannt, wie die Wege am Ende sind, wie es sich fahren lässt und wie es im Gamefluss dann einfach ist. Na, das ist immer nochmal eine andere Sache, kommt man da rein oder nicht. Habe heute auch noch einen neuen Traktor zum Testen mit draufgenommen. Der Pubel hat Physik reingemacht und hauptsächlich geht es aber um den Sound von Vasili. Wie gesagt, es ist Work in Progress. Kaffee Manu, moin, vielen Dank für den Follow, schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Ja, wie hauptsächlich geht es da um den Sound. Und den werde ich mir, glaube ich, auch als allererstes kaufen. Wenn ich den Job gefunden habe. Aber ich habe auf der Karte schon geschaut. Wir melden uns erstmal hier als Admin an. Jetzt schauen wir irgendwo hier links rum, dann rechts rum. Ach, das ist schon wunderschön. Also alleine hier schon, ne? Das Gebimmel von den Glocken können wir von mir aus ausmachen. Aber ansonsten, kleiner Tipp, ohne Klugscheiß zu sein, spricht sich Palani. Richtig? Nö, das ist ja nicht Klugscheißen, das ist ja einfach nur ein Hinweis. So, irgendwo hier habe ich da den Shop gesehen. Oh, ist das schön. Ist das schön. Geil, ich habe so Bock. Ich habe so Bock. Hier schwebt auch nichts. Da steckt viel Liebe drin. Krasser Scheiß. Ach, das Quad, das ist dann alles klar. Palani. Palani, ist das richtig? So, warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, hier oben war der Shop. Oder? Ja, das ist er. So, jetzt muss ich natürlich auch erstmal hier einen Hof erstellen. Genau, ich mag grün. So, Hof erstellen, zack, los geht's. Dem treten wir bei. So, dann will ich aber auch nicht so viel Geld haben, glaube ich. Muss zwar auch nochmal gucken. Leckefreak, moin. Hiccup, moinsen. Leander sagt, moin. Ah, du hast gerade moin gesagt. Ha, du hast schon moin gesagt. Früher. Ja, das denke ich nämlich auch. Das erste Mal mit Headtracking, das war für mich auch mehr als ungewohnt, muss ich sagen. Aber ich habe genau zwei, drei Stunden gebraucht, so. Und ich war drin und will es nicht mehr missen, ne? So, ich glaube, das Konto werde ich anpassen, das ist mir zu viel Geld. Aber ich gucke erstmal, was alles kostet. Das können wir eigentlich gleich mal machen. Weil ich werde nicht auf den Berghof gehen, sondern auf diesen kleinen Hof hier. Den hier. Also eigentlich das ist ja der kleine hier oben. Aber ich möchte diesen hier. Na, kostet schon 1 Million. Ich denke, es wird 500.000 Eigenkapital und dann werde ich mit 2 Millionen anfangen. Oder sogar erstmal 1 Million. 1,5 Millionen, das ist zu wenig, glaube ich, ne? Ne, ich fange mit 2 Millionen an. Das heißt, ich muss das Konto, das machen wir gleich mal, auf 1,5 nehmen, habe ich 2 Millionen, genau. Also auf 2 Millionen setzen. Genau, so, damit fangen wir an. Haben wir noch irgendwelche Kredite hier am Laufen? Nee, ne, eigentlich nicht. Nee. Kontostand 2 Millionen, Gesamt 500.000. Hä? Okay, gut. Das ist unser
Startgehalt quasi, um Land und Traktoren zu kaufen. Und das Land kaufe ich auch direkt mal. Und zwar war das hier. Da ist auch schon ein Feld dabei, sehr schön. Dann müssten wir noch einstellen. Die ganzen Grundeinstellungen. Zeitskalierung Nummer 1. Schwer. Verkehr an. Tage pro Monat. Werden es vorerst 10. Werde ich wahrscheinlich sogar noch erhöhen, ne? Müssen wir mal lesen hier. Mensch. Kölscher Pap, moin. Eduard Schnaggelbatz. Was für ein geiler Name. Mensch, Schnaggelbatz. Den merke ich mir. Hallo, grüß dich. Ja, ich musste auch drauf. Also, Legefreak, ich musste einfach drauf. Lösser Bunny, die Sonne geht auf. Moin. Majov, moin sind Grüße. Das ist alles an. Lesesteine aus. Ganz wichtig. Schmutz machen wir schnell. Automotor Motorstart aus. Ich weiß gar nicht, das ist alles so. Es bleibt alles so. Aus. Spritverbrauch normal. Helfer aus, 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 aus. Aus. So, muss ich hier noch was einstellen. Wartungskosten, das muss alles runter auf 25. Immer Standard, Zerstörungsstärke, mittelmäßig, das lassen wir auch so. Gut, so haben wir das auch geklärt. Ah, nein, glaube ich nicht. Machst du es bitte mal. Danke, Jan, sorry. Moin sind Bodo Bernd, moin Günther, Glück auf. So, dann haben wir die Grundeinstellung gemacht. Und dann will ich mir eigentlich direkt den neuen Trigger. Lass doch, Bandi, vielen Dank für deinen Support. Danke, meine Liebe, vielen, vielen, vielen Dank. So, was sollen wir denn jetzt finden? Hä, wo ist er denn? Ich glaube, ich habe wieder irgendwas falsch gemacht beim Hochladen. Auch ärgerlich. Ärgerlich. Jetzt habe ich da was falsch gemacht. Schöne Geschichte hier. Maler Ingo malt ein wunderschönes Bild. Macht er das? Das ist wahrscheinlich alles Insights, oder? Das ist, aber ich, so langsam komme ich rein in das Ganze. Ärgerlich, ich finde nicht. Ich glaube, da ist was mit der Konvertierung, nicht mit der Konvertierung, sondern, aber kein Ding. Kein Ding. Ist doch schnell gemacht. Ich glaube, da ist was mit. Sag schon. Mit dem More Realistic passiert, dass das nicht funktioniert. Speichern wir mal schnell und dann ziehen wir uns das schnell drauf. Ist auch gar kein Stress. Mal kurz den Server stoppen. So, dann gucken wir mal. Aber eigentlich ist er drauf. MR. Er ist drauf. Ist er nicht an? Ah! Aber eigentlich war da drauf. Wieso muss ich den nochmal aktivieren? Das ist komisch. Starten. Nein, es ist noch nicht gefixt. Wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass es die Karte ist. Viele bei uns sind es nicht. Ja. Aber für mich ist es einfach nicht spielbar, weißt du? Also wir sind noch am Basteln. Es ist, wie gesagt, wir haben einen Hof abgerissen. Ich bin jetzt auch erstmal rausgesprungen aus dem Projekt. Wird vielleicht noch ein Hof abgerissen, sodass dann die Performance wieder passt. Aber das ist, glaube ich, die Karte, die einfach zu viel Ressourcen, Früchte, keine Ahnung. Das ist, der LS ist nicht dafür gemacht. Das ist, das darf man nicht vergessen. Also man kann es nicht auf den LS schieben. Weil ohne Mods und ohne Erweiterungen und Früchten und sonst was funktioniert er auch super.
Also da gibt es überhaupt keine Probleme mit dem, mit dem LS. Aber wir haben ja nun mal viele Mods drauf und dann muss man sich ja entscheiden, machen wir die Abstriche oder wollen mit Mods spielen und haben halt Probleme mit der Performance. Aber wenn ich halt 25 fahre oder 35 fahre, wenn ich 50 fahren kann und dann ständig wieder Ruckeleien und Drops und sonstiges, das ist halt schwierig, ne? Grauer Bayern, Moinsen! Vielen Dank für den Follow, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Also wir sind dran und wie ihr uns kennt, wird es wahrscheinlich auch eine Lösung dafür geben. Aber das ist halt nur durch vieles Testing. Und das war eigentlich ein Projekt, sage ich mal, Glück auf, wo wir nicht testen wollten, weil wir einfach mal Gameplay genießen wollten. Ne? Und deswegen ist es umso schwieriger, dass es halt wieder so ist, wie es ist. Aber wie testest du es? Mit einer Standardkarte ohne Mods, da weiß es funktioniert. Und dann stetig immer wieder Mods dazu nehmen. Und halt auch ein Safe-Game entwickeln. Das ist das Nächste. Man findet es ja nicht sofort raus. Man macht ja keinen Mod drauf und geht los. Ne? Man muss ja schon irgendwie ein Stück weit die ganze Nummer testen. Ne? Und ein Safe-Game aufbauen und den Server erfordern. Palané. Ich muss es mal richtig aussprechen. Ich lerne das bis nächstes Mal. Ja, Landersum ist halt auch so eine sehr performance-lastige Karte. Es kann durchaus sein, dass es damit zusammenhängt. Also, es erklärt es ja schon, weil ihr bestimmt nicht mehr oder weniger Mods wie wir drauf habt. Wahrscheinlich nicht so ein beanspruchtes Safe-Game, weil ihr seid halt zu zweit, ne? Das ist nochmal ein Unterschied. Oh, ist die Synchro ja schnell geil. Gar nicht mehr gewöhnt. So, jetzt muss ich wieder hier. Ah, die Karte ist jetzt schon ultra schön. Ich bin 2 Meter gelaufen hier über die Karte. Es ist, ich kann mich hier richtig drauf vorstellen, wie ich da drüber tucker mit den Maschinen-Jensens. Ja, das kann, wie gesagt, das kann durchaus, Dankeschön, durchaus irgendein Mod sein, der ein Update gekriegt hat, der jetzt, sich jetzt mit einem anderen beißt oder sowas. Das kriegt man ja nie mit. Durch diese Updates hat man ja. Oh, was ist denn jetzt hier mit meinem. Ich bringe jetzt das Gameplay nicht mit. Ach, da. Also es fällt einem ja nicht direkt auf, wenn man einen neuen Mod drauf zieht. Man muss ein Stück spielen und dann kommt man genau zu dem Punkt, ob es jetzt Blinker sind oder irgendwas, wo man das halt anwendet und dann erst das Problem rausfindet. Und dann kann man schon nicht mehr nachvollziehen, woran lag es denn? Also, woran hat es gelegen? Ne? So, mal gucken, ob das jetzt funktioniert hat. Das sieht sehr gut aus. Achtundsiebzig PS maximal. Uiuiui. Aber den will ich wenigstens als Hofschlepper haben. Zwillingsbereifung. Sieht bestimmt richtig lächerlich aus. Geil. CVT klassisch. Ich glaube, der kriegt gar keinen CVT. Nein. Spiegel, linker Spiegel. Hä? Was ist das denn? Ich hätte gern 2 Spiegel, danke. Leuchtfeuer oben. Jawohl. Frontal und beim Nein. GPS. Mach ich das mit rein? Boah, so viel Geld ausgeben für die kleine Möhre hier. Ja, komm, der kriegt es. So, jetzt müssen wir uns hier mal die Nummernschilder angucken. Alles klar. So, erstes Fahrzeug. Geht nur hinten, okay. Und dann will ich ihn auch direkt anmachen, weil ich ihn Sound hören will. Aber schön mit gleich noch. Vielleicht sollten wir hier noch einen. Na gut, das kann ich schon vielleicht am Hof machen. Noch irgendeinen kleinen Hänger dazu.
Die Hauptfarbe sagt mir noch nicht zu. Besser. Besser! Felgenfarbe. Gott. 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 Das hier will ich. Ja. Ja. Alle, moin, mein Lieber. Grüße, schön, dass du reinschaust. Okay. So, dann fahren wir das erste Material zum Hof, Mensch. Boah, das ist aber schlucklich. Okay. Let's go. Sound ist schon mal geil. Zumindest von innen. Wieder ein kleines bisschen zu leise, glaube ich. Geht hier irgendwas mit Simple IC? Nee. Wie gesagt, den Mod an sich teste ich nicht. Das ist, nicht unser Augenmerk, sondern Sound und Physik. Paramoin! Es ist ausgeschaltet. Das war ein sehr schöner Hofschlepper. Ein wunderschöner Hofschlepper, das. Ich feiere es jetzt schon. So, ich muss jetzt, glaube ich, links. Wo muss ich denn eigentlich hin? Eddie, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich muss hier dann und dann da links. Alles klar. Blinker geht schon mal, sehr gut. Maximal 27 km/h. Bockt richtig. Richtig geil. Geil. Jawohl. So habe ich mir das vorgestellt. Oh ja, so ein Geschwindigkeitshuckel, ne? Lieben wir. Irgendwie muss ich dann hier drüben durch ein Tor gehen. Das habe ich nämlich gestern schon gesehen. Das habe ich aber noch nicht aufgemacht. Ah, hier, genau. Guck mal kurz hier Warnblinke an. Das Warnblinke? Ne, ist ein Umleuchter. Das ist Warnblinke. Ist das nicht herrlich? Was hat denn hier gemacht? Käse? Sieht so aus, als ob schon eine Käserei mit drin. Das wird schon durchfeiern. Sorry, Günther. Bin schon weg. So, stellen wir die Hänger schon eigentlich erstmal hin. Ich glaube, irgendwo erstmal an den Rand, bis wir es alles richtig eingeräumt haben. Das dauert natürlich ein Stück, ne? Aber vorher möchte ich mich gerne noch auf dem Hof ein bisschen umschauen. So. Willkommen auf unserem neuen Hof, in unserem neuen Projekt, ne? Lichtgeschwindigkeit, ja. Ist das ja auch noch ein Tor? Ah, Schiebetor, okay. Das scheint eine kleine Werkstatt hier zu sein. Hier ist der Käseshop, oder? Fromage Vermeers. Ich hab tatsächlich eine Käserei, ne?
Oder ist das so? Muss ich die extra kaufen oder gehört die schon mir? Ne, die steht auf dem Land. Normalerweise müsste ja mir gehören, oder? Wie geht's denn hier hin? Ah, direkt eine Käserei, eine einwandfrei. Ziemlich geil. Ziemlich geil. Das ist hier mein Silo. Aha. Und wo kann ich es rausholen aus dem Silo? Wo geht das denn hierher? Hä, wo hole ich denn raus? Das ist der Bunker. Getreidesilo, ja. Aber wo hole ich denn raus? Jetzt bin ich verwirrt. Ach, hier, da wird. Guck mal, hier ist der Garten. Da gehen wir doch mal rein. Garten ist immer wichtig. Herrlich. Also, Garten direkt in hier in den Hof. Oh, ich kann mich gar nicht satt sehen, ne? Das ist unglaublich schön. Okay, gut. Aber jetzt haben wir immer noch nicht den Platz gefunden, wo wir unser Silo aus dem. Ach, hier, nee. Oder? Doch, das fährt hier rein. Wo ist denn das Rohr? Ihr Lieben, jetzt helfen wir doch mal. Hey, Vasili, moin! Hier, tatsächlich. Sehr schick. Bisschen abstellen, das scheint hier in Heu, Ballen und Palettenlager. Sehr geil. Alles hier? Oder ja, wahrscheinlich alles, ne? Und hier hast du bloß Unterstellmöglichkeiten. Was haben wir hier drin? Oh, kleine Garage, kleine Werkstatt. Ja, viel Unterstellmöglichkeiten sehe ich jetzt noch nicht. Aber für mich sollte es eigentlich reichen. Guck mal, wir haben noch ein Tor zum Rausfahren. Krass. Spezieller Hof, aber ziemlich geil. Hier haben wir ein Durchfahrsilo. Ich hatte aber auch irgendwo. Keine Silos gesehen, was ist das? Kuhstall, Mistblätter wahrscheinlich, ne? Hier, tatsächlich. Hier geht's ja nochmal, da bin ich gestern hochgelaufen. Irgendwo hier aus dem Weg, oder? Oder auch nicht? Ne, nicht. Ziemlich geil. Hab ich richtig Bock. Richtig Bock. Opa Glasfällen, moin! Kannst nicht die Trigger holen. Will ich eigentlich nicht. Es macht mehr Spaß, das so ein bisschen herauszufinden, ne? Oh, hier wird es viel geiles Gameplay geben, ihr Lieben. Und hoffentlich geile Let's Plays. Das ist zwar was Neues, was ich mache, aber wir werden sehen. Gut. Holen wir uns die nächsten Trigger. Ich weiß auch noch nicht, ob ich schon alles draufgezogen habe, was ich haben möchte. Kann auch durchaus sein, dass mir das ein oder andere noch fehlt. Dazu muss man halt nochmal runtergehen, ne? Maximum wollte ich eigentlich nicht direkt holen. Muss man zu den mittelgroßen Traktoren schon mal springen. So. Der Puma wird es auf jeden Fall werden als größerer Schlepper. Und ich glaube, ich werde den Deutz noch dazu nehmen. PS. Ne, lass mal auf der kleinsten Stufe erstmal, dass wir den noch schön stufenlos oder 65 PS. Dann schön. Gibt's hier BKT? Jawohl. Breitreifen. Klassische CVT. Reifensound mache ich immer so auf 100. Rundumleuchten Standard. Ja. Ruhe, links, rechts, genau. Auspuff, original. Was gibt's denn hier anderes? Edelstahl, nee, original. Klimaanlage, nicht gibt's. Hat kein Geld ausgegeben. Genau, 3, okay. Kaufen!
So, und dann müssen wir noch ein passendes Gewicht. Ich habe wirklich fast nichts drauf genommen, ne? Also wenn was fehlt, müssen wir noch mal runter und das draufziehen. Aber ich wollte halt wirklich mit sehr wenigen Mods anfangen. Ich habe, glaube ich, nicht mal 100 Mods drauf. Was ist denn das Passende, was ich jetzt hier sehe? Deutz-Fahr, starke Leistung, ist doch klar. Wir fahren Deutz-Fahr, Akroton, du bist mein Star, ganz klar, Deutz-Fahr. Okay. Ich glaube hier, ja, das 57er, das wird's werden. Gibt es auch noch Deutz-Farbe? Ich glaube, das ist zu hell für den. Wir probieren es mal aus. Vielleicht sieht es jetzt auch total affig aus. Ja, ist viel zu hell. Oder? Naja, geht's. Wird ja auch dreckig. Ah, muss auch noch ein bisschen lauter. Ich kann mir ja mein Spiel einmal ein bisschen lauter machen. Mal sehen. Ja, es ist schon ein Unterschied, ne? Aber was soll's. Wird ja dreckig, ne? Das ist hier Palagne. Also geschrieben Palagne. Und wie es richtig gesprochen ist, weiß ich gar nicht. Dieses könnte ich mal noch in mein Dingensbummens ändern. Ja, nochmal. Das mache ich, glaube ich, hier. Nee, das mache ich nicht hier. Wo mache ich das dann? Ich glaube hier, Chatbefehle. Genau, hier mache ich das. So, dann muss ich jetzt mal noch rausfinden. Den Link der Karte. Immer. Finde ich jetzt wieder, ach Mann. Die Suchfunktion im ModHub ist auch wirklich. Da ist er. Strong C. So, wenn du jetzt Ausrufezeichen Map eingibst, kommst du direkt zum Link. Phänomenal. Die Technik heute da. Genau. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen umgucken. Und zwar würde ich jetzt mal noch schauen, mich nach oben, nach unten, von oben nach unten durchzuarbeiten. Ich möchte auf jeden Fall einen Mulcher besitzen. Aber was nehmen wir da? Das ist also 1 Meter ist mir jetzt ein bisschen zu wenig, würde ich sagen. Was haben wir denn hier? Ist auch ein bisschen. Gibt es da nicht irgendwas mit so 4, 5 Metern? Hier, 5 Meter. Was hat der? Ah, schon wieder 580. Gibt es nicht weniger? 6 Meter. Das ist zu fett für die Traktoren dann wahrscheinlich. Oder? Da steht noch Atlantik. Ja, das können wir ja ändern. So, aber der Link ist richtig.
Ich weiß nicht, was nehmen wir denn, ihr Lieben? Wollen wir es ganz klein machen? Obwohl, also ganz klein habe ich halt auch keinen Bock, ne? Es muss schon so ein bisschen vorangehen, sage ich mal so. Das ist zu groß. Das eigentlich auch, obwohl ich ihn sehr gerne nehme. Knoche. Huiuiuiuiui, was haben wir denn hier? Na, kostet 9.500, hat aber auch bis 4 Meter, ne? 3 Meter sogar noch. Boah, ich weiß auch nicht. 3 Meter, was kostet der? Was kostet der? 6 Meter. Kostet 25.000. Was sagt ihr? Knoche oder TMT? Die zwei sind zur Auswahl. Ich kann mich aber nicht entscheiden heute. Für was würdet ihr jetzt entscheiden? Knochen. Okay. Bin ich auch so ein bisschen mehr dafür, für die Knoche. Knoche, alle Knoche. Ja, okay. Denke ich, nehme ich auch. Ich glaube, die Knoche, das ist, passt irgendwie zu mir. Ich weiß nicht, ob es der Karte passt. Das werden wir sehen. Ich werde über den Lauf der Zeit natürlich jetzt noch nach Mods suchen und mal gucken, was man noch anpassen kann. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so clever, wenn ich jetzt direkt alles kaufe, oder? Lass uns doch mal ganz kurz auf die Karte gucken und was hier schon alles so. Kann man ja mal alles ausmachen. Ich will mal Weizen suchen. Drei Weizenfelder. Mal Gerste noch dazu machen. Gerste gibt es gar gibt kein Gerstefeld hier auf der Karte gerade. Vier Weizenfelder und Gerste gar nichts. Gibt echt keine Gerste hier. Raps gibt es noch. So, was ist denn reif? Erntereif. Die drei könnten wir machen hier. Okay, dann gucken wir doch mal, was wir hier für einen Drescher drauf haben. Ich glaube, Drescher habe ich gar keinen drauf gezogen. Das müssen wir noch machen. Nee, das ist mir alles zu groß. Was haltet ihr denn von einem schönen Dominator? Haben wir Bock auf einen schönen Dominator? Ich glaube, ich habe Bock auf einen schönen Dominator. Mach mal. So, mal speichern. Genau. Dann natürlich Server stoppen. Und gib Karin, vielen Dank für den Follower. Schön, dass du da bist. Ey. So, dann gehen wir mal auf Server 2, weil da habe ich den Dominator definitiv drauf. Da muss ich es bloß rüberschieben. Sync. Acromolero. Moin! So, haben wir jetzt Case Dominator. Hoffentlich finde ich den jetzt. Ich glaube, den hat Kramer gemacht. Da ist bei den MR-Sachen. Dominator. Wie finde ich den hier? FS22. Klar ist Dominator.
Team hat den Shared Projektor Archiv. MR, das ist er. Ich wollte ihn eigentlich nicht downloaden. Ah, das ist auch okay, geht auch. Bin ich auch fein damit. So, S4. Dann müssen wir ihn bloß noch hochziehen. Download. Glasdominator. Zack. Dann fangen wir nämlich an, direkt mal zu trashen. Und dann gucken wir, was wir als nächstes brauchen und kaufen wir das dann. Ich glaube, es ist die bessere Entscheidung, wenn wir so Step by Step schauen, was wir brauchen und dann halt auch das richtige Material zu kaufen. Jimmy, moin. Gib keinem Abend. Frankie, servus. Und dann kaufen wir aber auf jeden Fall die Knoche. Die hole ich auf jeden Fall. Danke, no. Moin. Schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Hey, krass. Bleifuß Mario, lange nichts mehr gehört, hey, moin. Hab gehört, hier gibt's endlich Sounds. Hey, Finks, moin. Schön, dass du reinschaust. Vielen Dank für den Follow. Hier gibt's endlich Sounds. Ich hab's gefixt. Nur für dich. Nur für dich, Yogi. Hey, mein Herzblatt. Schön, dass du reinschaust. So, ich glaube, es ist hochgeladen. Jetzt müssen wir es bloß noch aktivieren. Und dann habe ich eigentlich Bock, direkt loszulegen. Und dann schauen wir, was als nächstes zu tun ist. Und das würde ich dann natürlich als nächstes kaufen. Meine Laune ist blendend gewesen bis gerade eben. Nein. Ich habe wirklich gute Laune. Also erst, weil meine Frau gleich nach Hause kommt, da freue ich mich sehr drauf. Die habe ich den ganzen Tag nicht gesehen. Nee, ich hab mich halt einfach wahnsinnig auf die Karte gefreut und dann hat mir Ingo direkt so einen geilen Raid reingepfeffert, da war ich noch im Intro-Video und ich habe einfach gute Laune heute, wirklich. Das zerstörst auch du heute nicht, mein Freund. Kannst du machen, was du willst. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen am Mods noch ziehen, was ich für die neue Karte brauche, fürs neue Projekt. Para, vielen Dank für deinen Support. Vielen, vielen, vielen Dank. Genau, so nach und nach so ein bisschen einrichten, anfangen zu dreschen. Ich wollte jetzt erst eigentlich alle Geräte kaufen, aber im Endeffekt ist es ja Quatsch. Ich kaufe das nach und nach, um einfach zu schauen, was man halt gerade braucht. Ne? Das ist halt auch so ein Ding. Havke Sport, vielen Dank für den Follower, schön, dass du da bist. Willkommen bei den Dudes. Übrigens, das letzte Uncut ist auch hochgeladen. Wer Bock hat, sich das reinzuziehen, klickt einfach auf den Link hier oben im Chat. Und kommt auf unseren Uncut-Kanal. Und da lasst auch gerne mal einen Daumen da. Würde mich riesig freuen. Gerne auch natürlich auf unserem normalen YouTube-Kanal, wo man einige Tutorials und interessante Dinge finden kann. Oder über Updates informiert wird unserer Mods. Wie gesagt, Casepack kommt noch im April zum Download. Und da ist einiges passiert. Es ist auch neu, dass da hier das Bild nicht anzeigt. Jetzt. Also wie gesagt, ich bin jetzt seit vielleicht einer halben Stunde auf dieser Karte mit gestern nochmal 10 Minuten, also aber maximal eine Stunde bin ich auf dieser Karte und es ist einfach nur geil. Es ist wirklich empfehlenswert drauf zu gehen und euch das anzuschauen. Es ist wirklich richtig, richtig, richtig geil.
Trollmodus, ja. Du bist da und nichts mehr geht. Können wir ein bisschen hier drüber laufen? Ach, die Straßen sind halt wirklich. Es ist immens. Wirklich. Immens geil. So. Dominator ist drauf. Gibt's ja auch PKT? Ich bin PKT-Freak irgendwie. Keine Ahnung. Ne, gibt's leider nicht. Dann nehmen wir Friederstein. Hey. Alice Nick, moin. Dann nehmen wir das Erntemaschinen-Dingens. Design 1. Was gibt's denn da? Ah, das sind noch solche. Nee, brauchen wir nicht. Das brauchen wir auf jeden Fall. Kaufen. Jawohl. So, was haben wir denn dann hier? Kann man sich doch irgendwie Kombinationen anzeigen lassen, genau. Könnte man vielleicht auch, müssen wir mal Vasili, wenn der Luft hat, vielleicht hierfür auch mal einen Sound machen. Glück auf! Vorziehen hier, dass wir ein bisschen ordentlich anhängen können. Hey Lord, moin, grüße euch, schön, dass du da bist. Willkommen bei den Dudes, danke für den Follow. Das Follow oder den Follow? Das Follow, ne? Oder? So, wo stellen wir den jetzt am besten hin, dass wir schön aufbacken können hier. Ah. Jetzt hab ich es verschoben. Hat keiner gesehen. So, ich bin überhaupt gespannt, ob ich jetzt hier oh ja, da könnte auch ein Sound verpassen bekommen, glaube ich. Da hätte ich auch richtig Bock drauf. So, ich muss aber hier da außen natürlich gehen, weil sonst wird das ja nichts. Das wird, glaube ich, auch so nichts. Obwohl. Ich meine, warum nicht, ne? Naja, das war ja das, ne? Hallo, hallo, würde ich sagen. So, als nächstes müssen wir noch das Feld kaufen und uns das Geld wieder gut schreiben, weil ich werde das pachten. Aber ich werde auf dem Spielstand nicht alles pachten. Ich werde auf dem Spielstand auch definitiv Dinge kaufen. So, das müsste ich jetzt ziehen, genau. So, ich werde auch gleich mit dem Traktor hochfahren und dann den Drescher hinterher setzen. Aber erstmal müssen wir... Genau... Sind auch gleich drei schöne Felder. Ja, ich werde die zwei Felder nehmen. Ich werde die 75 nehmen auf jeden Fall. Das sieht gut aus. Da muss man hier. Kommen wir dann hier ran. Genau, dann nehmen wir das hier. 194, 190 müssen wir uns merken. So. Das schreiben wir uns gleich noch gut. Ui, was mache ich hier? 194, 190.
Geld stimmt wieder. Und da fangen wir an. Was ist mit Rip hier? Was ist passiert, hm? Ich war ja aber noch auf 0,5 laufen lassen, glaube ich, weil wir haben ja bloß einen Tag hier in dem Monat. Die Felder wollte ich schon gern wegkriegen. Fahr ich hoffe, ich fahr's richtig. Man hin. Hier rechts abbiegen jetzt. Jawohl. Die Straßen wollten wir auch backen. Geilomat! Jawohl! Ich muss das Blinker-Skript hier wieder mit drauf nehmen. Ich muss die aufschreiben. Blinker-Skript und Steering Axle, ne? Erstmal ein Lungenbrötchen, natürlich. Das habe ich lange nicht mehr gehört, das Wort. Scheint dann auch eine ältere Generation zu sein, habe ich recht? Sagt heute auch keiner mehr. Übrigens, Neuigkeiten über Neuigkeiten, das habe ich noch gar nicht erzählt. mein Farmstick ist da, leider noch nicht hier, müssen wir noch abholen. Und es muss er. Esmosa ist im Einkaufswagen. Also es ist schon ein Schritt weiter. Und auf das bin ich richtig gespannt. Ich glaube, das ist dann endgültig der Endgegner für mich. So, gibt es denn hier auf der Karte Feldeinfahrten? Das ist die nächste Frage. Die Wege sind sehr schön gemalt, aber leider wenig huckelig, ne? Aber das kann man ja ändern. Mal, ob es hier oben eine Feldeinfahrt gibt, wenn ich das mal aussteigen. Bayern, ja. Immer noch 12 Jahre jünger, aber wollte schon sagen, das ist die ältere Generation schon. Ah, hier, hier. Gut, aber wo satteln wir hier auf? Da fahre ich mit dem Drescher hier hoch, dann soll ich hier so ein bisschen über Eck am besten, dass ich nach hinten Platz habe zum Rangieren. Das ist ein guter Plan, dann kann ich nämlich wegfahren. So, das sollte eigentlich. Oh, ich bin falsch rum. Ich muss drehen. So, holen wir mal einen Drescher hinterher. Ist die Karte schön. Ui. Speedy Gonzales, sage ich da nur. Aber ich glaube, bevor ich anfange, muss ich noch zwei Mods drauf ziehen. Da fehlt mir noch was. So, das speichern wir mal schnell.
Spiel verlassen. Genau. Stoppen wir nochmal den Server und dann brauche ich nämlich noch. Was brauche ich denn? Gucken wir doch mal auf Sync 3. Das habe ich schon. Wie heißt denn nochmal dieses, was das Schneidwerk beeinflusst, die Geschwindigkeit und Ertrag? Wie heißt das denn gleich nochmal? Helf mir mal. Basti, der Beste, einfach mal Ausrufezeichen Map. Ach, ich hab's schon gemacht. Gut, einwandfrei. Schon selbst gelöst. Ey, Tastenritter, moin! RPM? Ausgeschrieben? Nee, RPM heißt es nicht. Weiß nicht. Combine Experience. Dankeschön. Genau. Combine XP, genau. Ist auf allen Servern drauf. Nee, auf dem ist es nicht drauf. Gut. Dann brauche ich noch das Blinker-Skript. Wie hieß das denn nochmal? Das ist, wie hieß denn das Blinker-Skript nochmal? Und dann das Steering, Lock Steering Axle. Warte mal, Lock Steering Axle brauche ich auch noch. Morgen ab 9 Uhr kann ich mein Paket holen. Cool. Sehr geil. Lock Steering Axle heißt es, glaube ich, oder? Steering. Genau, das brauche ich noch. Und dann brauche ich noch dieses Blinker-Skript vom IFCO. Wie heißt das denn? Helft mir doch mal auf die Sprünge, ihr Lieben. Irgendwas mit Stop oder so. Freeland Bay, nein. TS-Stock, nein. Nein. Aber wie heißt die Datei? Das ist es ja. Also ja, automatisch Blinker oder heißt es Automatic Blinker Stop? Automatic. Ne, so heißt es tatsächlich nicht. Turn Light Off. Ja, stimmt. Turn. Dankeschön. Turn Light Off, genau. Disable Turn. Ne, Disable Turn Off Motor und Disable Turn Off Lights. Ich zieh mal beides runter. Genau, disable. Disable. Turn off. Wo ist es jetzt denn hin? Turn. Turn off lights. Hier ist es. So, und dann habe ich noch Slive, moin! Dann will ich auf jeden Fall noch mein. Ich weiß nicht, ob ich schon drauf habe, aber ich schaue da jetzt nochmal. Ne, hier ist es bestimmt nicht mehr drauf. Aber auf dem könnte es drauf sein. Real Dort Fix und sowas. Real. Wo haben wir schon drüber? Real Dirt Fix brauche ich, Real Dirt Color. Real Dirt Color, was war's denn noch? Da. Slive, vielen Dank für deinen Support im 8. Monat. Krass, mein Lieber. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Das haben wir. Gut, nee. Das war das, was ich noch unbedingt wollte, bevor ich anfange. Weil das müssen wir auch noch einstellen. Dann müssen wir jetzt mal auf meinen S4 gehen. S4. Und da müssen wir den Mumpets bloß noch reinziehen. Und aktivieren.
So. Das haben wir schon gemacht. Und den Glas Dominator, da ist auch schon drauf. Das heißt, es geht bloß noch um diese hier. Das ging schnell. Dafür sagt das Skript immer so viel Performance ziehen. Geht das Hochladen doch relativ schnell. Krass. Jetzt müssen wir bloß noch aktivieren. Oh, die scheint schon aktiviert zu sein. Das glaube ich nicht. Na, warte mal ganz kurz. Das Server braucht auch mal ein paar Minuten, ne? Dirt fix zum Beispiel nicht aktiviert. Man sagt ja, wenn es schon mal drauf war, dann muss man es nicht neu aktivieren. Aber das stimmt nicht immer. Wir starten unser neues Projekt, also mein neues Projekt auf der Palakne, wo es auch offline Let's Play Content geben wird, wo ich euch einfach komplett mit reinnehme. Mal sehen, was wird. Ein Versuch. Ne? Also ich bin da ja jetzt auch nicht so bewandert, sage ich mal, in solchen Dingen. Aber ich bin momentan in meiner Probierphase. Genau, so. Han, hey, willkommen bei den Dudes. Schön, dass du da bist. Moin. Oh, ich erst, ob das alles funktioniert und offline dann aufnehmen und quatschen, dann quatscht er quasi mit mir selber so. Aber ich bin echt gespannt, ohne Scheiß. Also seid gespannt. Mit den Uncuts klappt es ja jetzt mittlerweile. Da habe ich ja auch eine ganz schöne Anlaufphase gebraucht, sage ich mal. Aber das funktioniert jetzt ganz gut. Müssten halt bloß noch ein paar mehr zuschauen, das fände ich noch gut. So ein paar Daumen nach oben würde ich mir noch wünschen. Aber in 4 Tagen, glaube ich, gibt es auch endlich das Video von unserem Merlot-Besuch in Bremen. Das kommt auf unserer Normal-YouTube-Seite. Ich bin selber gespannt drauf, wie es am Endeffekt rüberkommt und ob ich da so das Augenmerk getroffen hat von meinen Erlebnissen an dem Tag. Aber das könnt ihr euch dann selber entscheiden. Was ist denn der 14. am Sonntag, ne? Oder? 14. ist am Sonntag, glaube ich. Oder Samstag? Ich gucke. 14. ist Sonntag, genau. Hey, MacB, Moinsen. Schön, dass du reinschaust. Hey. Almdudler. Wie gesagt, das Spiel, ich weiß noch nicht, wir waren bei Merlot vor 4 Wochen, 5 Wochen. Ich glaube am 15. März, also ja, 4 Wochen knapp. Also, Felix, Werner, Burning Gamers, der Hirschfeld, ja, noch dabei. Ansgar, Sachsen Let's Play, da Randy. Wen vergesse ich denn jetzt? Denise. Also, wir waren ein paar Leute. Und das war ein sehr witziger, angenehmer, überwältigender Tag. Überwältigender Tag. Und, genau. Und darüber muss berichtet werden, weil Chris ist ab jetzt ein Merlot-Fan. Das soll schon vorab gesagt werden. Ich war da jetzt sogar schon zweimal. Weißt
Weil über Ostern war ich auch in Bremen mit NSOK. Da haben wir im, ihr habt da so ein, oh, wie heißt das denn? Aladdin Music Hall, genau, da haben wir gespielt. Ich bin sogar zweimal reingekommen. Ha! Aber ich bin auch vorher schon sehr oft in Bremen gewesen. Wir haben oft in Bremen gespielt. Falsches Passwort, ernsthaft? Ah, alles klar. Das darf ich wohl eigentlich nicht. Wo gibt es denn diese Zulassungsscheine? Weil da weiß ich ja, wo ich nächstes Mal einen Kaffee trinken gehe. Dann hole ich mir direkt bei dir einen Zulassungsschein ab. Ich hoffe, da wird mit einem Kaffee vergütet. So, ach, jetzt müssen wir natürlich gucken. Moment, stopp. Das müssen wir noch einstellen. Weil das war mir ein bisschen zu heftig mit dem. Okay, Akkorde, das passt. Motorgrenze, probieren wir mal aus. Da will ich mich auch ein bisschen reinfuchsen. Gut, das mit dem Zulassungsschein. Ach, das kann ich wieder knicken. Kaffee gibt's nicht. Eine Erlaubnis muss ich mir einholen, aber einen Kaffee gibt's nicht dazu. Weltklasse, so habe ich mir das vorgestellt. Also Bremen ist an sich ganz schön, solange man nicht in der Nähe vom Bahnhof ist. Aber ich glaube, das gilt für jede größere Stadt, dass die Nähe des Bahnhofs für Unmut sorgt. Ein Zusatz, dass ich quasi da sein darf. Ich habe niemanden gefragt, dass ich da offiziell sein darf. Also außer mich. Und ich habe ja gesagt. Und Merlo auch. Oh, ich sollte noch nicht losfahren. Das sorgt wieder für Schaden. Ich weiß nicht, was das wieder ist. Warum da die Szene nicht richtig switcht. Jetzt. Das muss ich noch nachtesten. Tja, hast du eine Ahnung? Also ich habe jetzt wirklich den Direktvergleich von Bahnhof Frankfurt zu Bahnhof Bremen und da ist nicht mehr viel Unterschied. Das kann ich dir sagen. Ich habe an beiden Bahnhöfen verweilen müssen. Also in Bremen, weil wir halt da das Hotel hatten, aber was sehr schön war, muss ich sagen, aber hat auch ein bisschen was mit Angst zu tun gehabt. Und Bremen ist eigentlich wirklich eine schöne Stadt. Eine wunderschöne Innenstadt, Altstadt vor allen Dingen. Geschichte, ne? Ach ja, ich vergaß, dass da bis 25 fährt. Könnte man das nicht irgendwie woanders hinziehen, dieses. Ne. Ah, jetzt weiß ich, was mir auch noch. Ne, Proceed habe ich aber eigentlich drauf. Proceed habe ich drauf, ne. Also ich bin jetzt eine Stunde drauf, circa. Bisschen was über eine Stunde. Und ich bin begeistert. Also, ich war ja wirklich viele Stunden Gameplay drauf haben. Unkraut, das ist ein weiser Spruch, das stimmt wohl. Zumal ich jetzt nicht unbedingt als Unkraut ansehen würde. Ich verstehe es bloß nicht, warum die Städte das so zulassen und nichts dagegen tun. Also was heißt dagegen tun? Einfach unterstützen, ne? Also einfach Vorsorge oder keine Ahnung. Das ist halt immer das Ding, was ich nicht verstehe. Ich muss jetzt eine später reinfahren, Chat. Ich muss oben rein quasi. Aber es war ein echt schöner Tag in Bremen. Auch der Tag zu Ostern. Ich glaube, wir waren an einem Freitag da. Ja, genau. Am Freitag hat Hämatom gespielt. Und da haben wir quasi als Support gespielt. In der Aladdin Music Hall. Komischer Laden. Aber auch schön. Also, ja. So, ich muss jetzt nicht die rein, sondern die nächste. Ach, die Landschaft, das ist keine Ahnung, man fühlt sich hier direkt zu Hause. Ich weiß nicht, ob ich dann mit dem Renault mit den 78 PS den Hänger ziehen sollte. Ich glaube, was sagt ihr? Schafft er das?
Wenn der voll ist? Ich glaube nicht, oder? Den Holzkran, was weiß ich gar nicht, gibt es da einen Holzkran? Ich bin da nicht so ein Thema drin. Ich denke auch, dass es knapp wird, vor allen Dingen bei mit der bergischen Landschaft hier so ein bisschen, ne? So ein paar Ansteigungen sind ja dabei. Ich will es auch nicht riskieren. Ich glaube, ich wechsle dann einfach den Traktor. Ich nehme den Deutz damit runter, wenn ich die ersten Bahnen gezogen habe, und hole dann dem Deutz den Anhänger. Ja, ich denke auch, bergab wird es funktionieren, aber bergauf wird es, glaube ich, richtig tricky. Endlich gehen die Blinker wieder aus, herrlich. Das, wie man sich an die kleinen Dinge gewöhnt. Wir haben es ja quasi auf der 8er Dick runtergenommen, um halt zu testen. Und sofort hat man gemerkt, wie sehr das nervt, dass man einen Blinker wieder abschalten muss. Ne? Das war halt so ein kleines Gimmick, woran es halt gewöhnt hat. Grüß dich, Meiner. Agrargenossenschaft Osten, Glück auf! Deine Frau hat auch Hallo gesagt. Meine Frau, Glück auf! Ach, da unten stehen wir, genau. Die Wege sind sehr, sehr schön, aber keine Feldwege. Das muss ich jetzt mal bemängeln. Das ist mein erster Mängel, den ich finde, dass hier nichts wackelt. Das ist bei mir, wie ihr wisst, ja ein großer Mängel. Das muss ich beheben. Ja, ich war jetzt aber schon ein paar Mal wieder online, also auch regelmäßig, also fast regelmäßig, ne? Immer Montag, Mittwoch und Freitag halt spontan, je nachdem, wie es passt. Also ich habe mich dran gehalten an das, was ich versprochen habe für dieses Jahr. Es wird wieder regelmäßiger. Ja, aber das ist es mir wert, weil wenn du, wenn du da, wie ich es behebe, ne, ich mal das in-game, also, weil das wären, glaube ich, ich denke, dass das fest verbaute sind. Oder ist es Textur? Also ich mache dann, ich gehe dann halt daher. Immer ein bisschen weg. Gehe halt ins Baumenü. Als allererstes erstell ich mir mal einen Bauhof, so, ne? Weil die Texturen, das will ich ja nicht bezahlen, was ich da auf dem Feld mache. So, das heißt, es gibt hier einen Bauhof. Hof erstellen, so. Hüpfe ich da kurz drauf. Und dann gehe ich ins Baumenü. Ich glaube, ich habe hier Place Anywhere Zeug nicht drauf. Es wird jetzt nicht funktionieren. Und dann mache ich halt hier so. Ja, wie gesagt, da muss ich erst das Place Anywhere noch drauf machen. Dann macht man sich ein paar Huckeln, also immer linke Maustaste, rechte Maustaste. Dann gleicht man das noch ein bisschen an, macht die Wiese wieder ordentlich und fertig ist es, ne? Wow, was hast du denn gemacht, Diggi? Krankenhaus ist immer so eine negative, aber eigentlich positiv, weil einem wird ja geholfen, aber es ist halt auch, ja. Wie gesagt, ich muss Place Anywhere noch draufziehen. Gleich mal aufschreiben, Place Anywhere, genau. So, ausklappen. Schläuche ran. Dann müssen wir noch ausschalten, die Strohablage anschalten, die ist ausgeschalten. Weil im Vorgewende lasse ich die Strohablage immer aus, ne? Das ist die Palagne. Also man hat mir gesagt, dass es ohne G gesprochen wird, sondern Palagne oder so. Das ist die Merk vom MA7. Sie ist einfach wunderschön. Ach du Scheiße. Das klingt ultra unangenehm. Das geht an, das geht auch an. Und dann fahren wir erstmal schön mit entspannten 2 km/h rein.
und schauen uns erstmal die Auslastung an. Ich glaube, wir gehen mal auf es geht doch richtig gut hier, das Rad. Entspannte 4 hoch. Gucken mal, wie die Auslastung dann aussieht. Immer noch sehr entspannt. Gehen wir auf entspannte 6. Das können jetzt sogar 10 werden, aber wir gehen mal auf 8. Ah, nee, 8 ist dann. Ah, oh Gottes Willen. Nein. Rück zu 6. 6 ist ja ausreichend. Scheiße, die gehen eine gute Besserung. Durchhalten. Das tut mir echt leid. Ich glaube, nochmal operiert. Ey, dann viel Glück. Ich drücke dir die Daumen. Ich glaube, ich habe auch eins der größeren Felder ausgesucht hier, oder? Ah, es macht nichts. Realistic Seeder muss ich noch drauf nehmen. Also hey, von ganzem Herzen, ne? Ich wünsche dir alles Gute. Durchhalten, stark bleiben. Wir haben es drauf. Ich bin der Meinung, dass es immer noch Fehler macht. Aber nicht mehr so, dass es den Spielfluss stört, sage ich mal. Und es macht auch Spaß. Also muss ich sagen, es macht Spaß. Hier würde ich mir noch Sound reinwünschen für Vasili. Also Vasili, wenn du noch zuschaust, Sound Dominator. Das müsste dein Gewissen jetzt immer wieder sagen. Ich muss noch für den Dominator einen Sound machen. Ich denke nicht, dass ein Update kommt, aber es wird mit Sicherheit dran gearbeitet werden, sag ich mal, ne? Ey, Tickenathlet, mein Freund. Schönes auch ein Schaus. Moinsen! Oder auch ein freundliches Glück auf. Ja, dann, wieso ist denn der noch nicht drin? Und zwar in diesem, den ich auf diesem Server fahre, weil der hat nämlich schon Physik. Du wirst nachlässig, warte, du wirst nachlässig. Aber warum wusste ich eigentlich, dass du einen Sound dafür hast? Also, eigentlich hätte mir klar sein müssen, ich hätte bloß. Was ist denn jetzt? Oh, Alter. Hölle. Ich hätte eigentlich bloß sagen müssen, Vasili, mach mal den Sound, den du schon hast, bestimmt, hier rein. Warum wusste ich das, dass du das hast? So, dann machen wir vorne so ein kleines, na gut, ertragt es nicht besonders, aber es ist ja auch nicht ausgedüngt, ne? Das darf man nicht vergessen. Aber warum wird mir das hier nicht angezeigt? Ich müsste doch hier eine. Ach, ich habe bestimmt Precision Farming nicht drauf. Aha. Nicht geil. Ich muss doch Precision Farming drauf machen. Hat das Einfluss, wenn das jetzt nicht drauf ist? Soll ich es lieber gleich drauf machen? Was sagt ihr im Chat? Okay, gut, dann. Speichern wir jetzt das Ganze. Und gucken mal, warum Precision Farming nicht drauf ist. Scheiße. Feigle, meint ihr, ja? Okay. Aber warum ist das nicht? Ich hab das mit rübergezogen. Kennt ihr das, wenn man sich eigentlich sicher ist, dass man was gemacht hat, um dann festzustellen, dass man es nicht gemacht hat und sich doch nicht sicher ist, ne? Ich war eigentlich gut Vorbereitung, Mappy. Ich habe halt genau das gesagt. Ich habe halt gedacht, dass ich alle Standard-Skripte drauf habe. Aber ich habe von Anfang gesagt, ich will so ein bisschen Schritt für Schritt was machen, dann wieder was dazukommen. So, das ist halt auch eine hohe Entwicklung, ne? Dass man sagen kann, okay, heute habe ich mir einen neuen Flug gekauft, ne? Ja, geh mal arbeiten, mein Lieber, ne? Moin, kann man den Feldwegen nicht die Collie nehmen? Feldwegen Collie? Um die Collie?
Du meinst Colli geben? Weil, so wie ich es sehe, haben die überhaupt keine Colli. So, jetzt muss ich mal gucken. Strong F. Precision Farming. Ne, ich hab's tatsächlich nicht drauf. Ich fasse es nicht. Warum denn nicht? Und du wolltest gleich noch diesen Andermatt mit draufziehen, wo das Realistic kannst. Seeder. Ja, dass du überall bearbeiten kannst. Ah, ja, genau. Hier, warte mal, das muss ich an. Ja, das muss ich, genau, das müssen wir dann machen, müssen wir bearbeiten. Ich ziehe jetzt mal original runter, den Precision Farming. Bei uns ist, glaube ich, bearbeitet und ich weiß nicht, ob das so gut ist. Diese Suchfunktion bei im Mod-Tab ist wirklich. Oh, ich kotze im Streuer. Precision. Ich finde es natürlich nicht. Ist ja gleich oben. Es ist wirklich schlimm. Sorry, aber die Suchfunktion, die ist mehr als peinlich. Da muss ich doch aus der Cloud nehmen. Dann muss ich den mal von der 2 nehmen. Das ist die älteste, glaube ich. So. Strong F. Precision. Ja, dann nehmen wir das hier. Genau. Und dann habe ich noch gesagt. Was habe ich noch gesagt? Place anywhere. Place fences anywhere. Place concrete wall. Place. Hey. Placeable Bordsteins. Place anywhere, da ist es. Was mir dann auch noch fehlt, ist direkt Strong F, More Trees. More Trees. Da. Jawohl. Realistic Cedar schreibt noch jemand in Chat? Ja, danke, Realistic Cedar, vielen Dank. Ja, Jan, aber das bin ich ja auch am Durchsuchen. Ich habe es ja irgendwo auf dem Server. Ich weiß bloß nicht immer genau, welcher Server es nicht angepasst ist. Realistic Cedar, stimmt. Realistic Cedar, da, zack. So. So, das muss drauf. Das. Das war's. Vier Stück habe ich jetzt. Ne? Realistic Seeder, Precision Farming, Place Anywhere und More Trees. War noch irgendwas? Nee, ne? Das war's. Hundi macht Geräusche. Moin, Herr Grafin. Ich bin auf Vermiller. Ne, das sind ja ganz kleine, genau. Hab ich jetzt irgendjemand überlesen, ne? Ne. Nee. Geile Karte. Und wir werden quasi ein Single-Projekt. Also, ich ein Single-Projekt, jemand, dem mir helfen will. Das ist nicht ein Single-Projekt, aber es wird auf jeden Fall ein Projekt, wo ich auch im Offline, wenn ich im Offline was mache, Let's Plays aufnehme, dass ihr komplett immer dabei seid. Und wenn ich halt nicht gestreamt habe, könnt ihr euch auch gerne das Uncut anschauen. Genau. Ich bin auf dem Weg. Grüß dich, meiner. Lars Dausk, moin! Grüß dich, meiner. Und Fliede Hein, vielen Dank für dein Follow. Willkommen in den Dudes, schön, dass du da bist. So. Also, wenn es bearbeitet ist, ist es jetzt auch nicht schlimm. Bloß es darf nicht von der Achtern Leak sein, weil da haben sie ganz schön drin rumgefuscht. Deswegen will ich da das nicht nehmen. So, jetzt müsste der Server aber aktualisiert sein. Jetzt müsste ich bloß noch. Oh. Bin ja völlig durch den Wind.
Aktivieren muss ich noch. Aber es scheint schon aktiviert zu sein, weil es schon mal drauf war. So, jetzt kontrolliere ich das. Hä? Das ist jetzt nicht drauf. S4. Hä? Das raff ich jetzt nicht so ganz. Ist es drauf? Aber ich kann es hier nicht aktivieren. Was ist das denn? Moment. Ach, bin ich dumm. Ha! Ich bin ganz schön dumm. Verschieben. In Server Sync 4. Move to Sync 4, jawohl. Jetzt! Zum Glück habe ich nochmal nachkontrolliert. Es wäre schon wieder schief gegangen. Kacke. Was passiert hier? Was passiert hier? Warum das nicht funktioniert mit den Sounds, das ist auch wieder so ein Ding. Aber hey, Mac B, vielen Dank für deinen Support. Danke, dass du ein Abo verschenkst, dass Calimero auch ohne Werbung schauen kann. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Mais Plus auf der Karte müsste eigentlich, weil ich hab's, glaube ich, mit drauf. Moment, ich schaue. Mais Plus ist drauf. Ob's geht, weiß ich noch nicht. Werden wir herausfinden, ne? Geht? Sehr gut. Muss ich nicht rausfinden. Hat schon jemand rausgefunden. Kölscher Pub, was ist mit Content? Jetzt hör aber auf, mich jetzt hier unter Druck zu setzen, dass ich Content produzieren soll. Das ist ja mal völlig aus der Wertung. Content. Dass ihr alle Content wollt. Precision Farming ist drauf. Gut. Okay. Ist auch alles aktiviert. Jawohl. Kann's losgehen? Jawohl. Ich muss bloß den Server noch anmachen. Achso. Spann dich mal. Warte mal, ich muss den Namen noch ändern. Palek. Nee. Speichern. Achso, dann wollen wir das Spiel ja auch eigentlich durchlaufen lassen. Nein, also nicht stoppen. Speichern. Und starten. So, nun muss es aber funktionieren. Du kannst ja inzwischen mal jetzt Felder suchen und Wiesen. Das können wir auch machen. Die kannst du ja schon mal in die Tabelle eintragen. Ach nee, du brauchst eine neue Tabelle erstmal, ne? Ja. Das kann ich aber schnell machen. So, Moment. Meine Ablage. Tabellengrundvariante. Und da ist irgendwo die 1.6, nehme ich schon. Da. Okay, dann muss ich die kopieren. Datei. Und dann müssen wir wieder Palekne eingeben. Ich hab's richtig geschrieben. Naja, wenn ich bleibe, ist es eben. Schickt dir jetzt erstmal so, ich muss die erst noch richtig reinstellen.
Warte. So, wie sieht's jetzt aus? Kann ich jetzt? Ich gehe jetzt drauf. Ich mach's jetzt einfach so. Geht. So. 75 hast du gepachtet, richtig? Und die 99? Die habe ich dazu gekauft im Gelände. Die hat gehört mit unserem Hof. Okay. Ja, also ein neues Safe Game ist halt geil. Ne? Da ist der, die, also die Synchro ist halt ultra schnell, ne? So, dann hüpfen wir wieder zum Feld und gucken mal, ob das funzt. Da müsste ich jetzt schon was sehen auf der Karte hier unten. Müsste ich jetzt nicht einen Ertrag sehen. Ah, wir haben noch keine Proben genommen. Soll ich die kaufen und zurück, Ja, oder? kauf die mal. Nee, nicht zurück. Das bezahlen wir mit. Ach so. Ich hab nicht so richtig Bock da drauf. Ich kenne mich ja so Proben und so ein Zeug, das ist halt nicht meins. Kaufpreis bei Pacht war 1,90. Was war's? 1,94. Keine Ahnung. 194, 190, glaube ich. Ja. Hey, Paul Ulbricht, moin! Kannst du eure Konsolen. Okay. Ja, wir kaufen die. Gehört halt zum Spiel dazu, also muss auch ein bisschen Unkosten, ne, generieren. Aber ich sehe es schon jetzt. Ich sehe halt bloß die erste Bahn nicht, weil es da noch nicht drauf war. Naja, gut, okay, egal. Rot. Ach nee, Stickstoff. Ja, ist ja jetzt gekauft, ist klar, da ist nichts drauf, ne? Ich habe auch nicht den besten Ertrag hier gerade. Also mal gucken, was wir uns noch holen. Wenn ich gleich oben bin, muss schon immer einen Anhänger holen. Können wir mal gucken, was wir uns noch für Wiesen und Felder holen. Dann kannst du ja mal aufschreiben, kannst du ja dann nach und nach gleich eintragen und kaufen, wieder gut schreiben. Das wäre cool, wenn du das machst, dann würde ich mich freuen. Muss ja erstmal ein bisschen was verzinken. So, ich darf das nicht. Okay, dann darf ich das nicht. Was sagst du nicht? Na, in der Tabelle. Aber alles gut, können wir später machen. Nicht wichtig. Erstmal muss ich hochgucken. Oh, wir haben sogar schon Hühner. Ja, die waren drauf. Ich glaube nicht, dass die. Das, ich glaube, das ist bis Deko. Ich glaube nicht, müsste Nee. man. Haben wir im 15 Tiermenü? Hühner Echt? und ein Hahn. Ja. Geil. Haben sogar noch, also noch Futter drinne. Sind 56% in der Gesundheit. Denen fehlt ein bisschen Eiweiß. Dann müssen wir halt füttern, ne? Oh, sieht ja geil aus. Die Brücke hat so ein bisschen die Vibes von der Frankreich-Karte, ne? Ganz am Anfang vom LS22, wisst ihr noch?
Da haben wir auch ganz intensiv gespielt. Da war das Paco auch richtig intensiv dabei. Das hat richtig gebockt. Das war auch das erste Mal, dass ich den neuen LS-Teil direkt gespielt habe. Leon Bauer, moinsen, Grüße, schön, dass du reinschaust. Willkommen in den Dudes. Moin. Wenn meine Frau im Chat ist, darfst du nicht moin moin schreiben, da gibt's Ärger. Eieieiei. Direkt ins Fettnäpfchen. Wie lange wollen wir pachten? 5 Jahre? Ja, erstmal 5 Jahre, das ist genau. Okay. Muss ich schon mal gucken, dass ich den Schneidwerkswagen irgendwie draufgeschoben kriege aufs Feld. Besser. Da habe ich richtig Ärger gekriegt. Da habe ich richtig Ärger gekriegt das letzte Mal, als ich Moin Moin sagte. Das ist ja Gesabbel. Moin Moin ist Gesabbel. Ah ja. Wow. Ich bin voll durch mein Rad gespießt. Da müssen wir mal hier Ersatzwagen mitbringen. Kühler Kutscher Micha. Vielen Dank für deinen Support im 4. Monat. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Der alte 80. Herzlich willkommen bei mir und den Dudes. Danke für deinen Follow. Schön, dass du da bist. Hey. Ist die 80 dann wirklich dein Alter? Interessiert mich einfach. Also, du musst nichts schreiben. Das ist auch völlig okay. Interessiert mich. Oder Baujahr. Oder Baujahr. Dann bist du ja bloß 4 Jahre von mir entfernt und gar nicht so alt, ne? Kühler Kutscher Micha, das ist die Palekne. Genau, gibst du Ausrufezeichen 80 ein? Gibst du Ausrufezeichen 80 ein? Oh Gott. Jetzt geht's. Ausrufezeichen Map ein, da findest du aber, da kommt die Eiskraft hat schon gemacht. Vielen Dank dafür. Ich bin 84er Baujahr. Das heißt, wir sind überhaupt noch nicht alt. Nee. Spooner, mein Freund. Vielen Dank für deinen Support im 9. Monat. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön. Das ist, wenn man so sieht, wie lange die Leute schon zuschauen, dann ist das schon überwältigend, ne? Moin, mein Lieber. Hat letztens jemand mit 32 Monaten, wo ich dachte, krass, du streamst eigentlich, es fühlt sich an, als wäre es ganz am Anfang, aber es sind doch schon, ne, 4 Jahre. Das ist echt krass. Also vielen Dank euch allen für eure Treue, für eure Bits, für eure Abos, vor allen Dingen für euer Zuschauen. Das ist für mich die größte Ehre, ne? Wollen wir die 86 als Wiese haben? Warte, ich schau gleich mal. Das Baby ist quasi da. Okay. Bring mich. Ganz kurzes Update. Kontext. genau, ich wollte euch ja zeigen, wie das geht mit dem Malen oder wie ich es immer mache. Um meine Unebenheiten quasi hinzubekommen. Aber dafür müssen wir erstmal auf den Hof wechseln, weil das machen wir natürlich nicht über unser Konto, kostet ja alles Geld. So. Bauen. Genau, und dann nehmen wir einfach hier die. Ich hoffe, das geht jetzt. Hä, aber wieso geht denn das nicht? Das Land gehört mir, und warum geht's nicht? Ah, warte mal, kannst du mir mal ganz kurz auf dem Bauhof Lohnerrechte geben? Wegen den neuen Monat. Achso. Okay, alles klar, verstehe. Witz verstanden nach der Erklärung. Ich bin nicht der Hellste. Hey Monster Birnie, mein Lieber. Schön auch dich immer wieder zu lesen. Schön, dass du da bist. Jawohl. Hast du gemacht? Dann müsste ja jetzt eigentlich gehen. Ich kann ja nicht mehr auf dem Land irgendwas machen, aber das ist doch gekauft. Achso, aber nicht da. Aber was ist. Warte mal, was mache ich da immer? Was machen wir auf die anderen Karten, dass das funktioniert?
Bist du Farmmanager? Das kann noch sein, aber das hier steht ja, das Land gehört nicht dir, aber das Land gehört ja mir. Hier müsste ich es ja machen können. Ja, aber nicht auf dem Bauhof. Ach ja. Dann gehört der ja auf dem GmbH-Hof. Ja, aber das ging ja immer. Weißt du, Dann ich meine, gib das mir hat. mal einen Loderstatus, vielleicht geht's dann. Ja, das mache ich jetzt auch nochmal. Warte mal. Wie ging das gleich wieder? Das war hier. FD Lohnerstatus aufheben. Ne, habe ich doch. Hast du von der FD GmbH aus dem Bauhof Lohnerstatus gegeben? Ja. Und auch andersrum gemacht? Ja. Ach so. Gut, dann gucke ich mal Fahrmanager einstellen. Vielleicht geht's dann. Aber eigentlich funktioniert das. Ich weiß gerade nicht, woran das liegt. Scheiße. Warum habe ich ein. Ich verstehe es nicht. Das verstehe ich gerade echt nicht. Das ist schon wieder was Neues. Das ist bestimmt wieder ein extra Mod, den wir immer haben, den ich vergessen habe. Aber den ziehe ich jetzt nicht drauf. Wir machen es jetzt einfach mal von unserem Hof aus und Marie schreibt uns das Geld wieder gut. Merkt ihr mal 833-13. 833-113. So, passt auf. Also, ihr wisst das natürlich alle. Ich will hier ja nicht einen Klugscheißer spielen. Aber vorhin hat jemand gefragt, wie ich das mache. Das gehört jetzt auch nicht mehr. Ne, warte mal, da fehlt ein Mod. Weil früher haben wir immer, die Gemeinde hat quasi die Wege gekauft und dann haben wir das gemacht, aber das mussten wir nicht mehr machen und irgendein Mod ist das. Und ich verstehe nicht, warum. Egal, lassen wir jetzt weg. Machen wir, denke ich mal, in einer Offline-Folge, sowas Richtiges für ein Let's Play. Dann machen wir ein paar Feldwege. Achso, ich wollte gucken wegen der Wiese, ne? Na, pass auf, ich mach jetzt hier mal das Rohr raus. So, von welcher Wiese sprechen wir denn? An der 86. Die ist wo ungefähr? Über unserem Hof. Ja. Die nehmen wir. Dann. Pachten wir die? Ja, die pachten wir. Ich würde die 67 noch pachten. Dann mal gucken, Raps, würde ich auch was machen. Das ist, glaube ich, zu groß, das Feld hier, oder? Ich weiß nicht, wie viele Hektar sind denn das? Das sind 9 Hektar. Naja, gut. Haben wir halt ein großes Feld, ne? Machen wir die 82 noch? Jawohl. 82. Bisschen Mais brauchen wir auch. Dann nehmen wir die 6 und die 48. Schreib's erstmal auf, ne? Also 46 oder 48 und 6 48? und 48, genau. 6. Die Wiesen 91 soll ich mir angucken. Die Also Wiesen Feld 6 91. und Feld 48. Den habe ich eigentlich draufgezogen, deswegen wundert es mich, den Script and Place Anywhere Mod. Also eigentlich ist der drauf, aber kann sein, dass ich den vorhin auch wieder verkackt habe. Jetzt gucken wir mal zur Wiese 91. Das wurde mir gerade empfohlen. Nee, was meinst du? Guck dir mal die Wiese 91 an. Oh, wo ist die Wiese 91? Links auf der Karte, über dem Fluss. Nee, ist 94, aber es ist nur 91. Das ist doch keine Wiese. Ach Sind da doch, ein hier. bisschen drin. Relativ klein, relativ schmal. Eigentlich nicht so meins. Oh, das ist der Tipp. Immer ein Hügel, danach eine Kuhle und dann ganz am Ende gehst du nochmal mit diesem Ausgleichstool und dann hast du so leichte Flackerlein. Ja. Ja, die 91 nehmen wir auch noch mit. Gute Idee. Warum nicht? So, was haben wir denn dann noch? Sojabohnen. 26. Kartoffeln. 50. Zuckerrüben will ich auch haben. Die 80. Was haben wir hier noch an Hirse? Und die 65 nehmen wir erstmal. Und dann würde ich noch eine Wiese dazu nehmen, auf jeden Fall.
Wollen wir noch die 83 nehmen? Die ist ganz hier oben. Gut. Die kannst du erstmal eintragen. Ist gut. Das Flussbild sieht wie eine Ernte aus. Was? Ach so, ja. Oh, guckt euch das an. Das ist wirklich. Diese Karte. Oh, guckt euch das an. Boah, das ist echt schon immens. Gut, die Maissextur feiere ich jetzt nicht so. Wie auch immer. Wir holen jetzt erstmal hier was zum Abpunkern. Da ist zwar noch nicht warm, aber ich würde es trotzdem schon mal drauf fahren. So ganz langsam. Ja, das ist jetzt der einzige Mängel, den ich gefunden habe bisher. Kann natürlich noch mehr dazu kommen, das weiß man nicht. Vielleicht auch irgendwas Funktionales. Sind, dass die Feldwege tatsächlich so glatt sind. Da müsste man was tun. Dass der ohne Kuppeln schaltet? Wie schaltet man denn ohne Kuppeln? Restzeit! Ey, willkommen, vielen Dank für den Follow, schön, dass du da bist. Moin. So, mal sehen, ob ich jetzt zum Hof zurückfinde, ohne die Karte groß zu machen. Geil, die Autos halt doch sattelgeil. Schade, ich dachte schon. Weil ich war ein bisschen über der Mittellinie drüber. Hier vorne muss ich auf jeden Fall links. Oh, da musste mal bei uns einen Support schreiben. Da kann ich dir jetzt hier nicht helfen. Okay. Die Pläne sind ja genauso scheiße. Irgendwann finde ich eine Karte, wo die Splines geil sind. Hey, Kaffeemann, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Aber das überlege ich mir wirklich, ob ich das mache, ob ich tatsächlich jemanden frage, ob der mir die Textur anpasst, ob ich mich einfach damit zufrieden gebe. Das, wie gesagt, da bin ich noch sehr unsicher. Erstmal werde ich es auf jeden Fall lassen. So, ich muss jetzt, glaube ich, hier links runter. Also quasi zweite Ausfahrt. Der Deutz wird mit dem kommenden Update überarbeitet sein und auch selbstständig schalten können. Ah, okay. Oder so. Es gibt Sammelstücke. Da machen wir noch eine Challenge draus mit den Sammelstücken. Nicht spoilern, bitte. Ich mag sie selber finden. Ich hoffe, ich finde auf dem Hof gleich das Erste. Geil, das hat mich schon wieder gebockt hier.
So, hier unser kleiner Hufschlepper. Also den habe ich quasi zum Testen geholt, weil Vasili da einen Sound reingebaut hat. Und der ist quasi zum Testen hier auf der Karte. Wo stellen wir ihn jetzt mal auf die Schnelle hin? Ich glaube hierher, da stört er gerade nicht. Wird glaube ich unsere kleine Fütterschleuder werden hier. Stroh produzieren wir ja gerade schon. Ich konnte ja irgendwann nach Seite, konnte ich ja auch rausfahren, ne? Wie findest du eigentlich unseren Hof? Ich? Ja. Finde ich schön. Die alten Hofgebäude sind ja der Wahnsinn. Ja, ne? Ganz überhaupt, was an Gebäuden baut, das ist so krass. Ja. Ich finde die so schick. Und außerdem ist mal was ganz anderes zu unseren anderen Höfen. Ja, definitiv. Mal eine komplette Abwechslung, ganz andere Gebäude. Ich brauche viele Gebäude nicht, weil sie ja auch zum Beispiel einen Ballenlager kriegt. Der Sound ist cool, ne? Also muss noch getestet werden, hier auf der Karte. Aber dann kommt er auch zum Download. Ich muss sowieso, ich habe Ärger gekriegt von Vasili. Ich muss wieder zwei Sounds veröffentlichen. Das werde ich heute noch tun. Meine Frau wird mich daran erinnern dann. Währenddessen ich das Video render, kann ich dann ja quasi den Sound raushauen. Jetzt hast du mich hier voll abgelenkt. Habe ich das? Ja. Ja, mach ich gerne. Unterbremsen hier. Entschleunigungshügel. Ich habe immer Beschleunigungshügel gesagt, aber das wäre genau gegenteilig dessen, warum es gebaut wurde. Ne? Also, wie ging dir es auf der Karte? Weil ich bin drauf und habe mich sofort wohl gefühlt. Sofort zu Hause. Oder? Definitiv. Also ich habe bisher noch nicht so viel gesehen, weil ich nur auf dem Hof rumgewatschelt bin, mir den Hof angeguckt habe. Die Hühner gezählt habe. Und ich weiß schon, wie es zum Feld kommt, ohne auf die Karte zu gucken. Diesen Sound hier für den Deutz von Herrn Krupp oder auch dem Deutz, den es im Modcup gibt, den Modder ich leider nie aussprechen kann, gibt es bei uns auch auf dem Discord zum Download. Der ist aber schon veröffentlicht, möchte ich mal sagen. Oh, irgendwas... Irgendwas geht gerade kaputt. Ah, ich bin auf Stufe 4. Das sollte ich vielleicht anders machen. Biegen wir hier ab und dann ändern wir mal die Fahrstufe. Ich habe mein Bedienpedal noch gar nicht nach vorne gebracht jetzt. So. Ach Quatsch, die Rampe muss ich ändern, nicht die Stufe. Also ich bin hier drauf und ich war sofort zu Hause. Also wirklich Hut ab an MA7. Sehr, sehr geile Map. Wer also selber spielen will, gerne hier Ausrufezeichen Map in den Chat. Da kommt ihr zum Original-Download-Link. Freut euch auf viel Gameplay-Content hier auf dieser Karte. Ich blink schon auf... Ich bin so gefesselt, dass ich sogar auf dem Feldweg blinke. Na, die Rehe müssen aufessen, wo du hinfährst. Ich habe die Rehe abgeschalten. Monsignor Charles, Glück auf! Schön, dass du da bist. Ich hab's gelesen, es wurde vom Moderator weggemacht. Das Beach Rock Festival. Kennst du das Beach Rock Festival? Nein, das sagt mir nicht. Also, es könnte aber sein, weil es gibt viele Festivals, die so heißen oder ähnlich. Wenn du mir jetzt noch den
den Ort sagst, wo es stattfindet, dann kann ich dir sagen, ob ich das eventuell schon mal gesehen habe oder besucht habe. Ich war auf hunderten, tausenden Festivals, wirklich. Conti Eiskraft, aus Datenschutzgründen blinke ich wieder, mein Essener. Stimmt, geht dann jemand aufs an, wo du denn willst, ne? Ganz klare Sache. Verstehe ich. Aber hier der Boden, der ist dann schon wackelig. Also es macht Spaß zu fahren. Ich will ja auch, Manual Overload will ich nicht haben, weil das funktioniert, ne? Ne, Hannover, dann kenne ich das mit sich. Aber welche Größe hat denn das? Also was ist denn das für eine Größe? Wispenstein, das sagt mir tatsächlich alles nichts. Aber so alles, was ab 5.000, 6.000 aufwärts geht, habe ich mit Sicherheit auch schon mal besucht. Gibt es eigentlich eine Alternative zu diesem Manual Overload, was Safe Games zerstört? Weiß das jemand von euch im Chat? Ich könnte eigentlich jetzt gleich mal einen Kurs anlegen. Wie lege ich denn einen Kurs hier an? Das ist die gerade Seite. Ja, hier lege ich den Kurs an. So. An. Musst mal hin, ist gut, ist all you can. All you can hear, meinst du? So. Ach ne, ich muss ja was anschalten. Gott, Escape. Dann muss ich ja hier alt eh machen. Ich hab ewig keinen Kurs mehr erstellt, hey. Scheiße. Ja. Benny, vielen Dank für den Follow, schön, dass du reinschaust. Willkommen bei den Dudes. So, Menü. Automatische Breite ist 5. Kannst du mal gucken, was das Schneidwerk für eine Breite hat? Ja, Schneidwerk ist bei 5,1 Meter. 5,10 Meter, okay. So, dann muss ich es noch speichern. Ihr Trackname ist... Auf der 75 bin ich, ne? Ja. 0,75. Haben wir noch ein F davor gemacht? Ja, manchmal, manchmal. Also mein Körper braucht keine 0, weil es geht nur bis Feld 97. Ja, ich mach trotzdem die 0 davor, wie eine Sortierung. 99. Feld 75. F 0,75 mit Leerzeichen, genau. Und das erste Feld ist angelegt. So. Ich hab richtig Bock auf die Nummer hier. Bringst du mich wieder raus, Mensch? Ja. Kann ja, hier so nicht arbeiten. Ja. Welches Feld wollte ich? Die 26. Bis da. Ich habe irgendwie Schaden verursacht am Drescher, warum auch immer. Vielleicht, weil du da auch an der 4, auf der 4 bist? Hä? Ach, tatsächlich bin ich. Scheiße. Rampe 2. Und Stufe 1. Aber das ist doch ein, ich habe da doch das Dings eingestellt. Erntemaschinen, da müsste es doch... Naja, egal. Wurscht. Das sind eben die Fehler, die ich meine, die noch irgendwie da sind in dem CVT. Kann ich nicht auch diesen Erntedings irgendwo anders hinschieben, weil der nervt mich. Da unten noch. Warte mal, das ging doch irgendwo im Menü. Wo konnte ich das denn? Du musst das in irgendeinem anderen Menü machen. Krieg ich ja irgendein Menü an? VCA? Nee, Strohlein und so.
Aber hey, ich hab doch einen Chat. Ja, das von IFKO macht richtig Probleme mit anderen Mods. Es ist nicht, dass der Mod Probleme macht, sondern in Verbindung mit anderen Mods, die ich nicht weglassen kann, macht der richtig Probleme. Weiß jemand, Stefan, mein Freund, Grüße, hey, weiß jemand, wie ich dieses Combine Experience Anzeige auf dem Bildschirm bewegen kann oder wegmachen kann? Also nicht wegmachen, aber bewegen würde ich es gerne. Es ging doch irgendwie, oder? Also es hat auf der Ostsee dafür gesorgt, dass an CVD kannst du wegmachen. Ja, stimmt, Jan, stimmt. Schade, Phil, dass es nicht geht. Auf der Ostsee hat er uns das Safe-Game gecrashed. Mehrfach. Wie gesagt, es muss nicht an dem Ort liegen, sondern in Verbindung mit anderen Dingen. Aber eigentlich hätte ich schon gern drauf, das bockt schon. Wasser, sondern es gibt heute Vanilla Passion. Wango waren Kuya Vanilla. Ist live, ja. Aber ich hab's nicht hingekriegt. Das Safe Game war einfach wirklich zu sehr vorangeschritten. Und jetzt tatsächlich nochmal ein neues Safe Game irgendwie machen. Und dafür war ich einfach zu oft. Also ich hatte keine Ahnung. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Wollte ich machen, aber das durfte mir jetzt auch gerne mal nachsehen, dass die Lust war dann weg. Und den Hof, so wie er da war auf dem Safe Game, kann ich nicht teilen, weil einfach zu viele Mods. Das Safe Game hat nicht funktioniert, ich hab's probiert. Was meint ihr? Komme ich nochmal durch? Kann ich nochmal durchstechen? Ich glaube schon. Ja, ich habe den Hof auch geliebt. Das Safe Game gibt es auch noch. Es ist nicht weg. Es existiert noch, vielleicht irgendwann mal wieder, wenn man Bock hat, nochmal raufzugehen. Genauso wie das Dürrenrot Safe Game, auch das gibt's noch. Das einzige Safe Game, was wir wirklich richtig gelöscht haben, ist das von der Landersum, weil das einfach nicht mehr funktionabel war. Wir sind arm. So, ich versuche jetzt mal durchzustechen. Das von Vertex Float gibt's auch noch. Wird so geschrieben. FS22 Manual Discharge. Und das von IFKO Manual Discharge.
Ist doch das Gleiche. Was sind da jetzt unterschiedlich? Das raff ich jetzt nicht. Kann doch sein, dass da eine Verwechslung drin ist, wie gesagt, aber. Wo habe ich jetzt eigentlich? Muss ich mal ja meine Linie anmachen. So rum habe ich es gemacht, okay. Wetten, wir kommen nicht ganz durch und ich werde zurücksetzen müssen. Oh, habe ich jetzt echt hier die Frucht kaputt gefahren. Oh. Ach, Groß-Kleinschreibung. Alles klar. Jawohl. So, Stromanlage ist Sturz an. So, da haben wir schon mal Stroh für die Moose. Und welches nutzt du? Du nutzt es von IFCO. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht das andere hatten. Und das hat Probleme gemacht. Aber ich will das eigentlich schon wieder mit drauf haben, weil ich da gerne mit gespielt habe. Schauen wir mal. Bin auch gespannt, wann, wann ich das erste Let's Play, so wie das angenommen wird, bin ich echt gespannt drauf, ne? Weil das ist neu für mich. Guten Abend, Pilo, mein Freund, Grüße. Frag doch mal bei Felix nach. Das LWZ hat, glaube ich, auch eines drauf, welches dem anscheinend nach kein. Ja, aber wir haben auch unterschiedliche Mods drauf. Wie gesagt, nochmal, es ist nicht das. Oh, ich fahr zu schnell. Es muss nicht unbedingt an dem Skript liegen, das ist das Ding. Und wir haben gemerkt, dass wir schon sehr, sehr ähnliche Mods drauf haben. Aber trotz dessen immer noch sehr unterschiedlich sind mit Mods. Ne? So, das kann ich wieder ausmachen. Wir hatten ja auch zum Beispiel diesen manuell Plane auf und zu machen, wenn man neben dem Anhänger steht, sodass man nicht unbedingt einen Traktor dran braucht. Und wir haben halt festgestellt, dass das dafür gesorgt hat, dass wir fast 15 FPS weniger hatten. Und das haben sie quasi in Kauf genommen, oder dann ist es nicht so raufgefallen, sie haben andere Sachen gemacht, haben Besserungen gekriegt und dann habe ich ihnen das gesagt, die haben es runtergenommen und somit funktioniert es, ne? Die haben das mit dem Multiplayer, warte nochmal, Änderungsprotokoll. Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass das Fahrzeug eingeschaltet blieb oder sich automatisch einschaltete, wenn sich das Entladerohr über das Entladerohr befand. Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, okay. Und welches Skript ist das jetzt, wo es behoben wurde? Also von wem? Vertex oder von IFCO? Vertex Float. Ja, dann probiere ich das mal aus. Ist das ein Mod-Tab? Ja, definitiv live. Danke für den Tipp. Schatz, kannst du mir einen Gefallen tun? Nein. Okay. Vielleicht bei der Tabelle den Filter einsetzen. Ja, das machst du später jetzt nicht. Ach nee, geht mit Team 1. Na dann. Ja, du bist eine Haupttabelle, das müsstest du auch machen können eigentlich. Ist halt ohne Kamera am Rohr und halt überladen mit I, aber besser als Safe. Ja, definitiv. Kamera, keine Ahnung, da steigt mal aus und guckt mal. Das geht ja auch. Vielleicht ist auch die Kamera, die am Ende das Problem gemacht hat, ne? Weiß mir auch nicht.
Aber 5 km/h, ich probiere es nochmal mit 6. Oh, wieso kann ich das nicht mehr richtig einstellen jetzt? Es gab Felder auf der Ostsee, da sind wir mit 4 km/h daher gesteuert. Na gut, es geht. Nee, ich muss bei 5 bleiben. Wird nichts mit 6. Oder einfach den Schlepper, aber davon bin ich jetzt mal bei mir nicht ausgegangen. Sondern eher, dass ich aussteigen muss. Oh, ich glaube, ich muss mal nach Vorgewende machen hier. Machen wir dann, jetzt fahren wir erstmal runter, machen den leer. Dann fahre ich ja von drüben mal noch ein Vorgewende, glaube ich. Obwohl, es mach ich gleich. Das ist Quatsch, das später zu machen. Wenn das mal. Feld 99 zum Hof gehört, soll ich trotzdem Bodeninformation kaufen? Ja, klar, ist ja ein Feld. Brauchen wir ja. Okay. Genau das, aber wie gesagt, brauche ich nicht. Ich brauche das alles nicht. Ich steige da lieber aus. Ich bin nicht so ein Bastler, ich kann schon immer mehr, sagen wir es mal so. Aber bevor ich die Zeit vom Spielen wegnehme, weil ich irgendwas bauen muss, was bloß dafür sorgt, dass ich nicht mehr aussteigen muss, hey, dann lass ich es weg, ohne Scheiß. Aber das Wirkkamera-Skript ist eigentlich auch relativ geil, das habe ich auch schon gesehen, ja. So, jetzt können wir wieder Strohablage anschalten. Ist geil, wenn man nichts durch die Spiegeln sieht, ne? Das ist ein bisschen belastend. Das war auch so ein Wunsch von mir für den nächsten Teil, so dass die Spiegel ein bisschen mehr Sinn ergeben. Und zwar ohne, dass man da noch rumbasteln muss, weil das ist auch ganz schön nervig. Oh. Ja, aber das ist auch so ein Mod, der Problem hat's live. Also den nehme ich definitiv drauf, weil ich weiß, dass es mit dem definitiv Probleme gibt. Oh, ich freue mich schon aufs Essen, ich habe jetzt richtig Hunger. Gibt's denn nicht eigentlich? Frau Farming Dude. Also der macht definitiv Probleme. Also da macht der Mod an sich auch Probleme. Dominator ist halt auch so ein Fahrzeug, was es schon seit Ewigkeiten gibt, ne? Was auch immer wieder Spaß macht. Gibt es ja eigentlich IC drin? Ne, hier gibt es kein IC drin. Schade. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Stunden ich schon auf einem Dominator verbracht habe. In-game leider nur. So. Heute gibt es was mit Hackfleisch. Hackbällchen. Hackbällchen. Und weil ich es vergessen habe einzufrieren, müssen wir heute ein Kilo Hackfleisch irgendwie. Boah, das kriegt man weg. Kein Ding. Habe ich ein bisschen verbrasselt. Also muss ich ein Kilo Hackfleisch verbrauchen. Kochen, braten, wirken. Das heißt für dich, du musst ganz viel essen.
Ist es kein Problem. Du kannst dann aussuchen, ob du eine Beilage dir wünschst. Ja, mal gucken. Erstmal Bunkersch ab hier. Ach, warte mal. Ja, noch hier. Das Röhrchen raus. Boah, das Gewicht passt nicht so ganz dazu, ne? Das ist irgendwie ein kleiner, eine Farbnuance. Aber das wird als originale Deutzfarbe angegeben. Hier wird auch sehr schön unser Easybus-Terminal reinpacken. Passen. Hier vorne an die A-Seite zum Beispiel. Wir wollen das jetzt hier zum C. Sojabohnen drischt man, richtig? Ja. Okay, fahr ich erstmal weg. Mach aber den Drescher aus, der muss ja nicht sinnlos hier laufen. Ist das noch nicht mal leer? Oh Gott. Perfekt. Da hab ich schön. Herrlich. Ich weiß nicht, ob ich Rea drauf habe. Ich weiß auch nicht, ob ich drauf mache, ne? Das Sugar Harvest und Potato Clip von Ifco macht bei mir auch so seine Probleme. Wie gesagt, das ist immer so ein Ding. Es kann an Mods liegen, es muss auch nicht an Mods liegen. Es kann auch, also an anderen Mods, ne? Also die meistens, wenn es Skripte sind, die ähnliches tun oder gleiches tun, da wird es immer Probleme geben. Das kann ich euch sagen. Das ist nie gut. Wenn Skripte das gleiche tun, aufs gleiche zugreifen. Der überschreibt das eine das andere. Ich habe schon wieder geblinkt an der Stelle. Ich bin aufgeregt hier auf der Karte. Das erste Korn geht in unseren Korntank. Jawohl. Geil. Damit ist die Karte offiziell eingeweiht. Eine sehr schöne Karte. Ich denke, Vasili werden wir auch mit draufziehen. Ich glaube, der hat auch Bock auf die Karte. Machen wir nach dem Dreschen, wenn Kalk drauf muss? Kalken und dann Scheibenecke. Ach ne, müssen wir überhaupt Scheibenecke oder können wir gleich direkt flügen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Müssen wir bei uns in die Übersicht gucken, da steht es drin, was wir machen müssen. Ich merke mir das nie. Da gibt es hinten eine Übersicht bei uns in der Tabelle. Da steht die Reihenfolge, also quasi mit Umbruch.
ganz schön zu kämpfen, alter Schwede. Ganz schöner Huckel hier. Ob da nicht im Hänger manchmal anecken würde, oder? Kann das sein? Ne, es geht. Ich will langsam fahren. Die Hühner hier auf dem Hof. Das liebe ich ja, wenn die Hühner freilaufend sind, ne? Uah! War ein Millimeter zu viel. So. Raps drischt man auch, richtig? Ja. Sehr schöne Karte, freue mich drauf. Vollgas über den Entschleunigungshügel. Jawohl. Bauchkribbeln. Nee, Regen hatte ich noch nicht. Warum? Ist es was Besonderes? Also sieht das besonders aus hier oder ist es schlecht oder was ist da? Ich habe irgendwas mit einem Mistproblem gehört. Kennt sich da jemand aus, dass irgendwie kein Mist spawnt? Das ist Sachschelm. Hey, grüß dich, moin. Aber ich habe das jetzt noch nicht wirklich nachgelesen. Was ist mit dem Mistproblem? Ich hab gesagt, lass es auf mich zukommen und kümmere mich dann drum. Die Kreuzung gefällt mir schon mal. Diese Brücke erinnert mich an die Old Farm. Wie ist sie denn? Wer ist der Old Farm oder sowas, ne? Ja, ich habe davon gehört, aber ich weiß noch nicht, wie ich es behebe. Also. Dass irgendwie kein Mist spawnt. Und dann spawnen sie dann normal noch was? Ich habe irgendwas vom Mist reinkippen. Ich glaube, ich werde da einfach so eine Schaufel Mist spawnen und die reinkippen. Ich glaube, das habe ich nachgelesen. Das werde ich probieren, ob das funktioniert. Lass dir mal die Halle neben der Strohhalle anzeigen. Ist das so gewollt? Hab's noch nicht getestet. Weiß ich nicht. Warte, ich geh da mal runter. Ich würde jetzt eh den Anhänger bloß noch abstellen. Und dann tatsächlich den lieben De Boer besuchen. Schau, wer sei dabei. Das habe ich irgendwo gehört.
Das, also ich habe gelesen, dass man das, was gerade auch geschrieben wurde, hier eine Mistplatte daneben bauen und wieder löschen und spawnen da drin. Aber ich dachte halt eben, dass es vielleicht sinnvoll ist, wenn man da einfach eine Schaufel Mist reinhaut, weil nichts anderes macht er ja damit, ne? Wahrscheinlich fehlt dem die Foliage, dass es eine Mistplatte ist. So, wir gucken jetzt noch die Strohhalme an. So, ab zum Hof. Felder sind gekauft, wir können mal drüber gucken, was jetzt zu uns gehört. Ne? Wir haben hier oben eins, hier die Ecke haben wir so ein bisschen, die Wiese noch dazu, hier so ein paar Felder und die. Also wir haben schon viel Felder, mal sehen, ob wir die alle schaffen. Mal gucken. So, wir wollten aber jetzt nochmal... Das ist doch die Strohhalle, oder? Und die Halle... Das ist der Mist, das ist die Mistplatte. Genau, das Güllebecken kann man da auch raussaugen. Ist das, ist das eigentlich hier schon... Weiß das jemand? Ist das Manure ready? Bestimmt nicht, oder? Soll sein, okay. Coole Sache. Das wäre natürlich richtig geil. Das ist die Mistplatte, genau. Muss man hier eigentlich auch ausmisten oder wird hier automatisch... Ne, da Mist spawnt. Haben wir ja gerade gehabt, ne? Schöner kleiner Kuhstall. Hier geht's raus auf die Weide. Also wirklich schön gemacht. Herrlich. Animal Grazing habe ich drauf. Ich hoffe, das funktioniert. Hä, wo bin ich jetzt rein? Ich bin hier irgendwie reingekommen. Ach, hier. Sehr geil. Sehr geil. So, ihr Lieben. Wie gesagt, ich würde euch gerne rüberschicken zu De Boer und meinem Lieblingsfreund Yogi. Die haben ein Projekt zusammen gestartet, was ich sehr interessant finde. Erstmal die Kombination und dann auch was und wie sie es tun. Wir sehen uns hoffentlich im Uncut wieder, wenn es nochmal... Oh, warte, die Collies soll ich mir anzeigen lassen. Ja, Moment. Sind das hier Collies? Nee. Das sind noch Collies, oder? Ja, ich denke. Ach, ich habe davon keine Ahnung. Leute, davon habe ich keine Ahnung. Genau, das Uncut geht spätestens morgen wieder auf YouTube hoch. Wer Bock hat, sich reinzuziehen. Dort werdet ihr dann auch unsere Let's Plays finden, oder ich überlege noch, ob ich Let's Plays auf unser normales YouTube mache, mal schauen. Schaut bei Insta, schaut bei Discord vorbei, wir geben die Woche noch bekannt, wann das Case Pack kommt. Und ansonsten freue ich mich, euch allerspätestens am Montag wieder zu sehen, aber ich denke, wir sehen uns wie gewohnt Freitag und Sonntag wieder, je nachdem, wie Zeit da ist und wie Lust da ist. Das lasse ich mir so ein bisschen offen, wie es Wochenende wird. Aber eigentlich will ich dann natürlich auch streamen. Aber fest ist auf jeden Fall Montag und Mittwoch in Zukunft. Ich möchte mich nochmal bei Ingo bedanken für den Raid. Vielen, vielen Dank. Und an alle Mitraider, die auch da geblieben sind. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen.
Jetzt muss ich mal ganz kurz hier schauen. Genau. Ich mache den Raid schon mal auf. Ich hoffe, ihr hüpft alle nochmal drüber. Sagt ganz liebe Grüße von den Dudes, vom Chris und natürlich auch an den Yogi. Ne? Muss ja sein. Ja, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dasein, fürs Bitten, fürs Abos und fürs Zuschauen und fürs Quatschen und für die vielen Tipps. Ich wünsche euch eine spannende Restwoche in der Hoffnung, dass wir uns am Freitag wiedersehen. Und ja, bleibt vor allem gesund, ihr Lieben. Ciao, sagt der Dude. Macht's gut.